Fasching. 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 Es kann hierzulande auch extrem fad, hochdeutsch fade klingen, wenn die närrischen Tage über uns hereinbrechen. Die eingefleischten Faschingsnarren unter uns haben für die Faschingstage wahrscheinlich schon Monate vorher Urlaub beantragt. Anspruch auf arbeitsfrei haben Arbeitnehmer leider nicht. Es kann aber sein, dass zum Beispiel in Landshut ist ja Faschingsdienstag immer die Geschäfte geschlossen, dass man da die Jahre davor vom Arbeitgeber immer Urlaub bekommen hat und auch den Tag quasi nicht als Urlaub nehmen musste, also nicht vom Urlaubsbestand wegging, sondern den sozusagen geschenkt bekommen hat. Dann habe ich auch dieses Jahr einen Anspruch darauf, dass Faschingsdienstag frei ist, ohne dass mein Urlaubskontingent schmilzt. Tausende Faschingsfans tummelten sich am Wochenende oder heute auf einem der Faschingsumzüge in der Region. Doch nicht jeder will und kann sich in den bunten Trubel stürzen. Bei manchen ist dienstlich durchgehend Ernsthaftigkeit gefordert. Natürlich hat der ein oder andere Kollege, Kollegin heute Urlaub genommen, weil es sind ja auch Schulferien und dann lassen wir die Kinder nicht unbedingt alleine oder fährt sowieso mit der Familie weg, genießt ein paar Tage Auszeit. Aber ansonsten ist bei uns eigentlich jetzt hier in der Hauptstelle in Landshut eigentlich eher der unsinnige Donnerstag der Faschingstag gewesen, wo der ein oder andere Kollege denn auch in entsprechender Faschings angepasster Kleidung zum Dienst erschienen ist. Ein Faschingshut oder eine bunte Hawaii-Kette? Die meisten Arbeitgeber drücken da ein Auge zu. Aber man sollte auch hier so maskiert sein, dass ich noch arbeiten kann. Also auch wenn ich jetzt hier in einem Bärenkostüm komme, wo ich nichts mehr sehe oder auch mit den Händen nicht mehr arbeiten kann, ist es problematisch. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wo arbeite ich. Also sprich, habe ich Kundenkontakt oder wie ist der Dresscode? Dann kann natürlich der Arbeitgeber sagen, also so geht's nicht. Ganz unlustige Arbeitgeber könnten auch eine Abmahnung erteilen. Und die Behörden? Ach, da wird doch in den Faschingstagen auch nur gefeiert, behauptet manch böse Zunge. Auch wenn zum Beispiel am Landratsamt Landshut am Faschingsdienstag geschlossen ist, heute wurden zumindest wie gewohnt Akten gewälzt und Anträge bearbeitet. Bei uns wird Fasching nicht allzu groß gefeiert, sondern wir haben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Chance gegeben, am unsinnigen Donnerstag zu kommen zu einem kleinen Würstelessen vor oder im Foyer vor dem Sitzungssaal. Und dazu hat der Landrat eingeladen. Fasching, 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 Fasching.